Guten Morgen, mein Name ist Hauke Dämpfling. Ich bin Softwareentwickler und Elektrotechniker und ich möchte euch heute etwas zu WebPerl erzählen. Wenn die Folien funktionieren, dann ja. Gut, dazu werde ich kurz was zum technischen Hintergrund sagen. Ich werde, jetzt muss ich die Folien, okay, Entschuldigung. Kurz was zum technischen Hintergrund sagen. Ich, tut mir leid, jetzt ist natürlich technische Schwierigkeiten hier, muss ja sein. Gut. Was zur Architektur von WebPerl, was Vor- und Nachteile und was zum Support von Perl 6 und dann am Ende ein paar Beispiele zeigen. Kurz was zu meinem Arbeitgeber. Das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei ist deutschlandweit das größte und international eins der führenden Forschungsinstitute für Binnengewässer. Dabei geht es unter anderem zur Grundlagenforschung von der zum Beispiel der aquatischen Biodiversität, der nachhaltigen Nutzung von Gewässern, den Folgen des Klimawandels und solche Themen. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, was hat das mit Perl zu tun? Und es ist so, dass am IGB die Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit ein Schwerpunkt ist. Dazu gehört die wissenschaftlich fundierte Beratung von Behörden und von der Wirtschaft. Dazu gehört die Förderung von Open Access Publikationen. Es werden Daten mit Messdaten online gestellt und dazu gehört auch die Unterstützung von Open Source Software und dazu bin ich heute hier. Deswegen möchte ich auch meinem Arbeitgeber danken, dass ich mir die Zeit nehmen konnte, euch hier heute was darüber zu erzählen. Ich möchte natürlich auch den Organisatoren des Perl Workshops danken, dass sie mich eingeladen haben. Und ich möchte natürlich auch allen Open-Source-Entwicklern danken, die dessen Projekte die Basis für WebPerl sind. Ohne sie ist es natürlich nicht möglich. Ich habe in so 94, 95 meine ersten Perl-Skripte geschrieben. Das waren damals CGI-Skripte, noch ohne das CGI.pm-Modul. Und habe damit auch mein erstes Geld verdient. Und man hat eigentlich relativ früh die Idee bekommen, warum kann ich Perl nicht auch im Browser verwenden? Das war zwischendurch kurze Zeit möglich mit einem ActiveX-Plugin von ActiveState, das hat aber nicht lange überlebt. Und jetzt mit neuen Technologien ist es mir möglich geworden, WebPerl zu bauen und damit nicht nur Perl 5 im Browser laufen zu lassen, sondern auch inzwischen sogar ein Perl 6, das ich eingebunden habe. Das ist nicht mein Projekt, aber das habe ich mit in WebPerl einbinden können. So, worauf baut das Ganze auf? Zu JavaScript brauche ich, glaube ich, nicht allzu viel zu sagen. Außer vielleicht, dass es über die Jahre natürlich sehr viel an Standardisierung getan hat. Es ist viel optimiert worden. In fast allen Browsern läuft JavaScript in einer VM, die dafür ist. Und eine neuere Technologie ist ASM.js. Das ist eine Untermenge von JavaScript, die dafür ausgelegt ist, von Browsern kompiliert und optimiert zu werden. Und dadurch JavaScript, das in dieser Form geschrieben ist, kann also vom Browser deutlich schneller ausgeführt werden als normales JavaScript. Diese Idee ein bisschen weiter gedacht ist WebAssembly. WebAssembly ist im Prinzip ein Bytecode-Format für dieselbe VM, die auch JavaScript ausführt. Das heißt, wir können direkt für die VM, die JavaScript ausführt, Code kompilieren. Das hebt auch ein paar der Einschränkungen von ASM.js auf, zum Beispiel, dass in WebAssembly kann unaligned memory access gemacht werden. Das heißt, wenn man zum Beispiel auf einen 32-Bit-Wert zugreifen will, dann muss man das in ASM.js immer auf 4-Byte-Grenzen tun. Und das ist in Perl Core wird sehr viel unaligned memory access gemacht. Deswegen war es deutlich einfacher, Perl für WebAssembly zu kompilieren als für ASM.js. Der Compiler, der das Ganze möglich macht, heißt mscripten.
Das ist ein auf LLVM basierender C- und C++-Compiler, der nach ASM.js und nach WebAssembly kompilieren kann. Und erstellt auch eine virtuelle Umgebung für den C-Code zur Verfügung. Dazu gehören die Standard-C-Libraries. Dazu gehört, dass bestimmte Systemaufrufe in die entsprechenden JavaScript-Aufrufe übersetzt werden. Und dazu gehört zum Beispiel ein virtuelles Dateisystem. Dazu sage ich nachher noch mehr. Und mit Hilfe dieses Compilers ist es mir dann auch möglich gewesen, Perl zu bauen. Das Ganze beginnt natürlich mit dem Perl 5 Quellcode. Der muss ein bisschen gepatcht werden. Das ist im Endeffekt gar nicht so viel. Also diese Patches zu entwickeln hat natürlich eine ganze Weile gedauert. Aber im Endeffekt muss gar nicht mal so viel im Perl Core geändert werden, damit das mit WebPerl gebaut werden kann. Ich kann dann auch Perl-Module nehmen und da Emscript dann ja ein C-Compiler ist, kann ich also auch XS-Module kompilieren. Die werden dann statisch in die Perl-Binary verlinkt. Und dann habe ich noch Code geschrieben, um die Interaktion zwischen Perl und JavaScript zu ermöglichen. Dazu sage ich auf den nächsten Folien nochmal viel mehr. Dann füttere ich das Ganze in ein Build-Skript, das ich geschrieben habe. Das ruft den Emscript im Compiler auf, sucht die ganzen Inputs zusammen und baut das Perl. Und jetzt wisst ihr natürlich alle, dass Perl besteht nicht nur aus der Perl-Binary, sondern besteht auch aus den ganzen Perl-Modulen, die dazugehören. Und das ist auch möglich, da Emscript ein virtuelles Dateisystem zur Verfügung stellt und das Build-Skript nimmt also diesen Baum an PM-Dateien und nutzt das Emscripten-Tool dafür, um das in das virtuelle Dateisystem von Emscripten zu füttern. Am Ende kommen dann drei generierte und eine handgeschriebene Datei bei raus. Die handgeschriebene Datei ist webperl.js. Das ist sozusagen meine API, die WebPerl zur Verfügung stellt. Das ist auch die Datei, die man in seine HTML-Dateien einbindet. Und die erste generierte Datei ist mperl.js. Das ist das von mscript generierte, sozusagen die Einstiegsdatei, die dann WebPerl lädt. mperl.wasm ist die Perl-Binary nach WebAssembly kompiliert und mperl.data sind die Daten des virtuellen Dateisystems. Das heißt, wir haben hier wirklich eine Perl-Binary, die dann im Browser läuft. Da wird kein Perl nach JavaScript übersetzt, sondern es ist wirklich ein voller, man hat den vollen Perl-Syntax, man hat Zugriff auf viele Perl-Module. Ich kompiliere die meisten Perl-Core-Module mit rein. Und ja, so, etwas zu dem Interface zwischen Perl und JavaScript. Das erste Teil, wie schon gesagt, webperl.js, der Code darin arbeitet so, dass er sucht in der HTML-Datei nach Script-Tags vom Typ TextPerl. Wenn er solche findet, dann führt er diese aus. Wenn er keine findet, dann führt er erstmal nichts aus, sondern stellt ein Objekt zur Verfügung namens Perl, also ein JavaScript-Objekt, mit dem man dann den Interpreter steuern kann. An dieser Stelle noch kurz, das Standard Output und Standard Error geht in die JavaScript-Konsole, außer man leitet es um mit Hilfe dieses Perl-Objektes. Und auf der Perl-Seite ist das Ganze das Interface in webperl.pm. Und wenn ich jetzt Perl-Seite sage, meine ich das Perl, das innerhalb von WebPerl im Browser ausgeführt wird. Das stellt eine Funktion JS zur Verfügung. Dazu sage ich gleich nochmal viel mehr und eine Klasse WebPerl.js-Object. Und an dieser Stelle vielleicht noch interessant, hinter webperl.pm ist eine XS-Datei und diese XS-Datei enthält nicht nur C-Code, sondern auch JavaScript-Code und das ist sozusagen das interne Interface zwischen JavaScript und Perl. Und hier, das ist ein Link, wenn ihr darauf klickt nachher, die Folien sind online, könnt ihr euch das auch angucken, wie das aussieht. So, zu dieser JS-Funktion. Dieser Funktion übergibt man normalerweise einen String JavaScript-Code. Man kann auch eine Perl-Array-Referenz oder eine Hash-Referenz übergeben. Und was in dem Fall passiert, ist, dass diese Array-Referenz oder Hash-Referenz nach JavaScript kopiert wird und dort ein neues JavaScript-Objekt erstellt wird und dann zurück nach Perl übergeben wird. Das ist in manchen Fällen ganz nützlich.
aber hauptsächlich würde man der JS-Funktion einen String von JavaScript-Code übergeben. Und was jetzt das Interessante ist, ist, was passiert, wenn was mit dem Rückgabewert passiert. Das heißt, wenn der JavaScript-Code einen undefinierten Wert, einen Boolean-String oder eine Zahl zurückgibt, dann wird dieser einfach nach Perl kopiert. Aber interessant wird es, wenn der JavaScript-Code ein JavaScript-Objekt zurückgibt. Das heißt zum Beispiel ein JavaScript-Array, ein JavaScript-Funktionsobjekt oder ein JavaScript-Objekt, was in der Perl-Welt dann ein Hash wäre. In diesem Fall wird die JavaScript-Datenstruktur nicht nach Perl kopiert, sondern es wird eine Art Referenz von JavaScript nach Perl übergeben, die dann auf Perl-Seite in einem Proxy-Objekt vom Typ webperl.js-Object verpackt wird. Was man mit dem machen kann, sage ich jetzt, und zwar kann man dieses Objekt auf der Perl-Seite dann verwenden wie eine Hash-Referenz, wie eine Array-Referenz, wie eine Code-Referenz oder wie ein normales Perl-Objekt. Das heißt, man kann Methodenaufrufe machen. Und was dann intern passiert, ist, dass WebPerl baut einen String von JavaScript-Code, der das ursprüngliche JavaScript-Objekt aufruft. Das heißt, man arbeitet auf Perl-Seite mit etwas, was so aussieht wie ein Perl-Objekt, aber in Wirklichkeit arbeitet man intern mit einem JavaScript-Objekt. Zu der Interaktion jetzt nochmal anhand eines Beispiels. In der ersten Zeile Code seht ihr einen Aufruf von der JS-Funktion, wo ich eine Hash-Referenz übergebe. Wie schon gesagt, wird an der Stelle diese Hash-Referenz nach JavaScript kopiert, dort ein neues JavaScript-Objekt erstellt und dann die Referenz auf dieses JavaScript-Objekt zurück nach Perl übergeben. In der zweiten Zeile Code seht ihr einen zweiten Aufruf der JavaScript-Funktion, der JS-Funktion. Dort wird ein String von JavaScript-Code übergeben. Was dieser JavaScript-Code macht, ist, er erstellt eine neue anonyme JavaScript-Funktion und gibt dann das entsprechende Objekt zurück an Perl. Und diese Funktion rufen wir dann sofort auf. Und interessant wird es jetzt, was mit den ganzen Parametern passiert. Und zwar ist es so, bei den ersten dreien, das ist ein String, Array-Referenz, Hash-Referenz, da sagte ich schon, das wird im Moment nach JavaScript kopiert. Und ich sage dazu im Moment, weil es theoretisch möglich wäre, auch eine Referenz nach JavaScript zu übergeben auf das Perl-Objekt. Aber das ist relativ kompliziert zu implementieren und war bisher auch noch nicht nötig. Deswegen ist das noch nicht so implementiert, sondern die Sachen werden kopiert. Es kann sein, dass das in Zukunft noch erweitert wird, wenn nötig, dass man auch Referenzen von Perl nach JavaScript übergibt. So, und wirklich interessant wird es jetzt, was passiert, wenn man eine Perl-Code-Referenz nach JavaScript übergibt. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn man ein Callback registrieren will, wenn man irgendwie auf einen Klick in JavaScript reagieren will und dann soll eine Perl-Funktion aufgerufen werden. Was WebPerl in dem Fall macht, ist, es erstellt eine neue JavaScript-Funktion, die intern die Perl-Funktion aufruft. Das heißt, was JavaScript sieht, ist wirklich eine normale JavaScript-Funktion und JavaScript, das heißt, man kann sie dann in JavaScript als Callback registrieren und in Wirklichkeit wird dahinter eine Perl-Funktion aufgerufen und dabei werden auch Parameter unterstützt und Rückgabewerte und auf dieselbe Art und Weise, wie ich jetzt hier schon erklärt habe. Werte von Perl nach JavaScript werden grundsätzlich kopiert und Werte von JavaScript nach Perl werden, wenn es Objekte sind, in WebPerl.js-Object-Klassen verpackt. An dieser Stelle noch wichtig anzumerken, JavaScript bietet leider keine Möglichkeit zu wissen, wann es mit Objekten fertig ist, das heißt, wann sie zerstört werden, wann der Destructor aufgerufen wird. Das heißt, das ist jetzt eine Stelle, wo man den Speicher leider selber managen muss. Das ist in vielen Situationen kein großes Problem, wenn ihr nur ein paar Funktionen, also ein paar Perl-Code-Referenzen nach JavaScript übergebt, dann ist das im Prinzip kein Problem, aber wenn ihr viele Perl-Code-Referenzen erstellt und diese nach JavaScript übergebt, dann könntet ihr euch dadurch einen Speicherleck bauen, wenn ihr den Speicher nicht selber managt. Und das trifft auch nur auf anonyme Perl-Subroutinen zu. Perl-Subroutinen, die einen Namen haben und im Symbol-Table sind, die werden auf Perl-Seite ja sowieso nicht zerstört.
Als letzte, der letzte Parameter ist ein JavaScript-Objekt, das auf Perl-Seite ein Objekt vom Typ WebPerl.js-Object ist. In diesem Fall, wenn man das zurück nach JavaScript übergibt, sieht JavaScript das Original-JavaScript-Objekt. Das heißt, da wird nichts kopiert, sondern Objekte, die ursprünglich aus JavaScript kamen und wieder zurück nach JavaScript übergeben werden, werden im Prinzip transparent durchgereicht. So, ich sagte ja vorhin, dass M-Skripten dem Perl-Interpreter eine Art virtuelle Umgebung zur Verfügung stellt. Diese hat natürlich ein paar Einschränkungen, ein paar Besonderheiten. Als erstes ist es ja so, dass JavaScript relativ abgekapselt läuft. Man hat keinen Zugriff auf die Hardware, man hat keinen Zugriff auf das Dateisystem des Benutzers. JavaScript ist standardmäßig single-threaded. Es gibt natürlich inzwischen auch multi-threaded JavaScript und es gibt eine experimentelle Unterstützung davon in M-Skripten, aber die ist in WebPerl noch nicht eingebunden. Das heißt, man kann im Moment kein Multithreading machen. Und M-Skripten unterstützt auch keine Signale außer SIG-Alarm. Das heißt, wir können zum Beispiel keine System-Aufrufe machen, kein QX, kein Fork und all die damit verbundenen Funktionen wie Wait und so weiter. Zweitens, das virtuelle Dateisystem, das ich erwähnte, das sieht für Perl so aus wie ein Unix-Dateisystem. Dabei ist zu bedenken, dass es wird gebaut, wenn WebPerl gebaut wird, wird dann in den Speicher des Browsers geladen und man kann daran Änderungen machen, aber es wird dann wieder verworfen, wenn man das Browserfenster schließt. Das heißt, Änderungen an diesem Dateisystem werden nicht gespeichert, es passiert alles nur im Speicher des Browsers. M-Skripten stellt zwar ein Dateisystem basierend auf IndexedDB zur Verfügung, aber auch darauf sollte man sich nicht wirklich verlassen, weil es halt immer mal sein kann, dass der Benutzer das löscht, dass der Browser das löscht oder soweit ich weiß, zum Beispiel im privaten Modus vom Browser wird das auch nicht gespeichert. Das heißt, wenn man wirklich Dateien permanent speichern will, dann sollte man das entweder tun, indem man das dem Benutzer zum Download anbietet oder indem man per HTTP mit dem Webserver kommuniziert und dort die Dateien speichert. Davon gibt es auch jeweils ein paar einfache Beispiele in den verschiedenen Code, der bei WebPerl mit dabei ist. Da findet ihr Beispiele davon. So, zu dieser Folie will ich aus Zeitgründen hauptsächlich über die rechte Seite sprechen. Und zwar ist es so, dass, also wer schon mal mit GUI-Anwendungen gearbeitet hat, weiß, dass es ja grundsätzlich eine Main-Loop gibt, die auf Events reagiert, wie zum Beispiel Mausklicks, Timer-Events und so weiter. Das heißt, man baut am Anfang seine GUI auf und dann geht man in die Main-Loop und dann ist es nur noch eventbasiert. In WebPerl ist es jetzt anders. Und zwar ist es so, dass wenn der Browser JavaScript ausführt, wenn der Browser WebAssembly ausführt und das heißt auch, wenn der Browser WebPerl ausführt, blockiert er die Seite. Das heißt, wir können die Main-Loop nicht in Perl implementieren. Stattdessen ist es so, dass der Perl-Interpreter im Prinzip einfach nicht beendet wird. Hier musste ich Perl patchen, sodass wenn die C-Main-Funktion endet, an der Stelle würde normalerweise der Perl-Interpreter sich selbst herunterfahren, Endblocks ausführen, Global Destruction ausführen. An dieser Stelle passiert bei WebPerl eigentlich nichts, sondern die Steuerung geht zurück an den Browser. Und der Interpreter wird im Normalfall eigentlich nie beendet, weil man kann das Browserfenster zu beliebiger Zeit schließen und es gibt fast nichts, was JavaScript dagegen tun kann. Das heißt, man muss dann dies bedenken, zum Beispiel werden keine Endblocks ausgeführt, man sollte kein Exit aufrufen oder zum Beispiel, wenn man Dateien speichert, sollte man dem Benutzer ein visuelles Feedback geben, wann die Datei wirklich gespeichert ist. Es gibt auch die Möglichkeit, WebPerl zu beenden. Nur dabei ist dann wiederum zu bedenken, dass M-Skripten leider im Moment keine gute Möglichkeit bietet, Perl neu zu starten. Das heißt, man müsste, wenn man den Interpreter einmal beendet hat, im Prinzip die Seite einmal neu laden, um Perl neu zu starten. So, jetzt nochmal etwas allgemeiner zu den Vor- und Nachteilen. Erstens, es ist Perl.
meine Lieblingssprache, eure hoffentlich auch. Wir können jetzt nur noch eine Sprache im Server und im Client verwenden. Es läuft im Prinzip überall, wo WebAssembly läuft. Das heißt nicht nur im Browser, sondern Node.js kann das auch ausführen. Es ist ein abgekapseltes Perl. Wie ihr wisst, ist JavaScript ja grundsätzlich recht abgekapselt von der Außenwelt, was in einem normalen Perl-Interpreter nur relativ umständlich zu erreichen ist. Aber jetzt haben wir ein Perl, das wirklich abgekapselt von der Außenwelt laufen kann. Und durch die Interaktion zwischen Perl und JavaScript können wir jedes beliebige JavaScript-Framework benutzen. Das heißt, wir können aus Perl auf jQuery zugreifen, auf Bootstrap, was auch immer euer Lieblings-Framework ist oder eure Lieblings-JavaScript-API, die kann man aus WebPerl nutzen. Das Ganze hat natürlich nicht nur Vorteile. Ich habe vorhin schon erzählt, manche Sachen, an die man vielleicht gewohnt ist aus normalen Perl, funktionieren nicht. Man kann keine externen Programme aufrufen, man kann keinen Fork machen, keine Signale nutzen und so weiter. WebPerl ist relativ groß. Es sind komprimiert 4 Megabyte, die runtergeladen werden müssen und dann im Browser entpackt werden müssen. Das heißt, man hat meistens 1-2 Sekunden Startup-Time. Das heißt, man will es nicht unbedingt auf jede Seite, auf einer großen Website, auf jede HTML-Seite klatschen. Das ist nicht so der Sinn der Sache, glaube ich. Es ist natürlich nicht ganz so schnell wie reines JavaScript oder so schnell wie reines Perl. In ersten Tests, die ich gemacht habe, hat sich gezeigt, dass reines WebPerl ist ganz grob in etwa 3 bis 4 Mal langsamer als normales Perl auf derselben Maschine. Und im Moment ist es so, dass das JavaScript zu Perl-Interface sehr viel mit Strings arbeitet. Das heißt, es werden Strings erstellt, dann wieder eval und so weiter. Das heißt, das ist nicht gerade das Effizienteste, wenn man große Datenmengen zwischen Perl und JavaScript austauschen will. Aber auch da, wenn man jetzt zum Beispiel eine GUI-Anwendung schreibt, ist das ja meistens nicht der Fall. Dann sagte ich vorhin schon, der Perl-Interpreter kann pro Seite im Prinzip nur einmal ausgeführt werden. Es gibt da ein Workaround, man kann WebPerl in einem iFrame laden und dann dieses iFrame unabhängig von der Hauptseite neu laden. Das ist aber ein ziemlicher Hack und das hoffe ich, dass das vielleicht auch in Zukunft eine bessere Lösung für gibt. Für mich heißt das Ganze im Prinzip, dass WebPerl gut für GUI-Anwendungen sein sollte, die auf einer einzelnen Seite sind. Also ich denke zum Beispiel an Gmail oder ähnliche Seiten. Die bestehen ja wirklich nur aus einer Seite und da passiert dann alles dynamisch. Und ich meiner Meinung nach ist WebPerl für sowas geeignet. Zum Status des Ganzen. WebPerl ist eindeutig im Moment noch Beta und das sage ich deswegen, weil es mir noch nicht möglich war, einen Großteil der Test-Suite automatisiert durchzuführen. Die Tests, die ich von Hand ausführen konnte, sehen gut aus, aber das Problem ist, dass die Perl Core Test-Suite benutzt sehr viel QX und das ist bekanntlich in WebPerl nicht möglich. Das heißt, dafür ein Workaround zu finden, wäre im Prinzip nötig, um die Perl Core Test-Suite auszuführen und dann wäre es mir, dann könnte man schon eher sagen, okay, es ist nicht mehr wirklich Beta. Im Laufe von so einem Projekt hat man natürlich viele Ideen. Ich habe unter dem Link dort einige mal aufgeschrieben, nur um mal ein paar Beispiele zu nennen. Ich würde ganz gerne die Perl 6 Integration ein bisschen verbessern. Oder ich habe auch mir Gedanken gemacht, es wäre vielleicht möglich, WebPerl intern ein bisschen umzustrukturieren, dass es auch in einem Webworker laufen kann. Das ist im Prinzip so eine Art JavaScript-Thread. Das könnte auch das Ausführen der Test-Suite einfacher machen. Das, wie gesagt, das ist nur so eine Idee, die bei mir im Kopf rumschwimmt. Und dann freue ich mich natürlich auch über jeden Feedback, nicht nur Patches, sondern auch einfach zu hören, wofür Leute es einsetzen wollen, was fehlt und so weiter, weil wenn man eine gute Idee davon hat, was Leute damit machen wollen, kann man, weiß man, was sich lohnt, woran man arbeiten kann.
So, jetzt nochmal Themenwechsel. Wir haben ja bisher, habe ich hauptsächlich von Perl 5 im Browser gesprochen. Bei Perl 6 ist es so, das ist, habe ich im Prinzip nur eingebunden. Das ist nicht von mir, sondern das, es gibt für den Rakudo-Compiler ein Backend namens rakudo.js. Das ist geschrieben von hauptsächlich Pavel Murias. Und das ist ein bisschen was anderes. Und zwar wird dort von Rakudo.js Perl 6 wirklich nach JavaScript übersetzt. Das heißt, es ist ein Source-to-Source-Compiler im Prinzip, der Perl 6 nach JavaScript übersetzt, was dann direkt im Browser ausgeführt werden kann. Interessant dabei ist auch, da Rakudo selbst in NQP geschrieben ist, und NQP ist ja eine Untermenge von Perl 6, ist es Rakudo.js möglich, den Rakudo-Compiler selbst nach JavaScript zu übersetzen. Das heißt, wir haben dann nachher im Browser den Rakudo-Compiler in JavaScript, der wiederum Perl 6 nach JavaScript übersetzen kann. Also ziemlich durchgeknallt, aber auch cool, finde ich. Ich habe das erstmal experimentell in WebPerl eingebunden. Das heißt, es ist nicht standardmäßig mit dabei. Man muss ein kleines Skript ausführen, um das da rein zu patchen. Die Anleitung dazu findet ihr unter dem Link dort. Was ich im Moment tue, ist, ich klaue mir im Prinzip das vorkompilierte Rakudo.js von der Sixpad-Webseite von Pavel Murias und binde das dann in WebPerl ein. Es ist aber auch theoretisch möglich, sich ein Rakudo.js selbst zu bauen. Das bin ich selber noch nicht dazu gekommen, aber es sind Informationen dazu einmal in der Rakudo-Dokumentation zu dem JS-Backend und dann sind da noch zwei Links zu Informationen von Pavel Murias, wie er sein Rakudo.js baut. Auf der JavaScript-Seite biete ich im Prinzip eine sehr ähnliche API an wie für das Perl 5 WebPerl. Das heißt, man bindet webperl.js in seine HTML-Datei ein. Das sucht dann nach Script-Tags vom Typ TextPerl 6. Wenn es die findet, werden die ausgeführt. Wenn keine solche Script-Tags vorhanden sind, dann kann man über das Raku-Objekt auf JavaScript-Ebene den Interpreter steuern. Und das Ganze sieht dann in etwa so aus. Nur ein kleines Beispiel. Anstatt der JS-Funktion, die ich auf Perl 5-Seite zur Verfügung stelle, gibt es die eval-Funktion mit dem JavaScript-Parameter. Und dann übergibt man dem auch wieder einen String von JavaScript-Code. Und im Prinzip ist das sehr ähnlich. Es wird dann ein Objekt nach Perl 6 zurückübergeben, das man dann wie ein Perl 6-Objekt verwenden kann. Aber es ist in Wirklichkeit JavaScript dahinter. Das Ganze könnt ihr auch selber ausprobieren. Unter den zwei Links findet ihr die Anleitung, wie ihr euch das bei euch einrichtet. Und auch hier nochmal kurz zusammengefasst. Die Folien sind jetzt schon online. Den Link stelle ich nachher auf die Seite vom Talk, sodass ihr das bei euch auch mal ausprobieren könnt. Und dann wollte ich noch ein praktisches Beispiel zeigen. Und zwar ist es so, dass wir, also hier oben haben wir JavaScript-Code, unten den entsprechenden WebPerl-Code. Und wo wir auf JavaScript-Seite eine JavaScript-Variable aufrufen, können wir auf Perl-Seite mit der JS-Funktion die Variable abrufen und dann ein WebPerl.js-Objekt zurückkriegen und dann auf Perl-Seite damit arbeiten wie ein Perl 5-Objekt. Das heißt, wir können Methodenaufruf machen, das gibt dann ein weiteres JavaScript-Objekt zurück, können wir noch einen Methodenaufruf machen und dann registriere ich hier einen Click-Handler, eine Perl-Subroutine. Und wie ich vorhin erklärt habe, wird das dann in eine JavaScript-Funktion verpackt. Und dann kann JavaScript, der JavaScript-Callback ruft dann eine JavaScript-Funktion auf und in Wirklichkeit steckt dahinter dieser Perl-Funktion. So, dann noch ein paar weitere Beispiele. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich meinen Rechner wieder. So, ich glaube, jetzt habe ich es. Und zwar die Anleitung, wie man sich selbst einen Perl 6 bauen, Entschuldigung, einen WebPerl bauen kann, ist online. Dazu gibt es ein Build-Skript. Das ist hoffentlich nicht allzu kompliziert zu machen. Ich weiß, Max hat sich schon einen WebPerl gebaut. Wo ist er?
Ich weiß nicht, wie viele Schwierigkeiten er hatte, aber es ist größtenteils automatisiert. Da will ich jetzt nicht, brauchen wir jetzt, glaube ich, aus Zeitgründen lieber nicht da reingehen, sondern ich würde jetzt lieber zeigen, ich habe hier in Perl geschrieben einen regex-Tester, der im Browser läuft. Da haben wir ihn. Das ist also in Perl geschrieben, läuft komplett im Browser ohne Kommunikation mit dem Server und hier können wir live regexes ausprobieren. Das heißt, ich kann dann das live bearbeiten und kriege sofort die Resultate zurück. Und da das, wie gesagt, ein vollwertiges Perl ist, können wir sogar den Perl Regex Debugger ausführen und kriegen auch den Output direkt live im Browser, wie gesagt, ohne Kommunikation mit dem Server. Dann ein weiteres Beispiel. Das ist jetzt nicht in Perl geschrieben, sondern in JavaScript, aber die Idee hierhinter ist, dass man, das ist ein Satz von HTML-Dateien, den man bei sich auf der Seite einbinden kann. Also das hier ist sozusagen die Host-HTML-Datei und dann habe ich hier zwei Iframes. Das hier ist ein Iframe und das hier ist ein Iframe. Und darin kann man den Perl-Interpreter dann ausführen. Und hier habe ich diesen Hack benutzt, den ich vorhin erklärt habe mit dem Iframe, dass ich den Perl-Interpreter mehrfach ausführen kann. Und dadurch kann ich hier auch Einzeiler zum Beispiel live im Browser ausführen. Ich kann mit Input-Dateien arbeiten, mit Skript-Dateien, mit Output-Dateien und das läuft halt, wie gesagt, alles live im Browser. So, dann zuletzt noch ein interessantes Beispiel. Und zwar ist es ja jetzt möglich, sowohl Perl 5 wie auch Perl 6 in JavaScript zu verwenden. Und das heißt, es ist möglich, dass sie sich auch gegenseitig aufrufen. Und das habe ich hier mal gemacht. Hier haben wir einen Block Perl 5 Code. Und was der im Prinzip macht, ist, der ruft eine JavaScript-Funktion auf, die für ihn natürlich, also für den Perl Code, aussieht wie eine Perl 5-Funktion. Und aber hinter dieser JavaScript-Funktion versteckt sich eine Perl 6-Funktion. Hier unten habe ich Perl 6 Code, der genau dasselbe macht. Der stellt zum einen eine Funktion zur Verfügung und zum anderen ruft er einfach eine JavaScript-Funktion auf, die in Wirklichkeit dahinter eine Perl 5-Funktion ist. Das heißt, wir können Perl 5 und Perl 6 können sich gegenseitig über JavaScript aufrufen und Daten austauschen. Auch wieder ziemlich durchgeknallt, ich weiß, aber ich finde das ist auch ein gutes Beispiel für für Perl 11, wer davon noch nicht gehört hat, das ist kein wirkliches Projekt, sondern das ist eher nur eine Philosophie sozusagen und ihr könnt euch das gerne auf der Webseite mal kurz anschauen. So, das Ganze ist wie gesagt online, webperl.0gnet, fast alles, was ich heute erzählt habe, ist auch auf der Seite nochmal nachzulesen, die Folien sind online und ja, damit danke ich euch für die Aufmerksamkeit und wenn noch Fragen sind, ich glaube, ich bin ein bisschen schneller durch, als ich dachte, also gerne Fragen. Ja. Okay. That's are you, you said about iframes, are you aware of multiplicity of i? Yes, am I aware of multiplicity? Well, I have not worked with it yet. So, you mean multiple Perl interpreters constructing and yeah, that's true. So basically in one C application run multiple interpreters. Yeah, that's true. Yeah, I have not thought about that yet. Thank you. Yeah. This is, so the question was whether it solves the main loop problem and well, so, Entschuldigung, soll ich auf Englisch oder auf Deutsch? Okay.
Also auf Deutsch, ja. die Frage war, ob man mit mehreren Perl-Interpretern das Main-Loop-Problem lösen kann. Ich glaube eher... Ja. Mhm. Aus dem eigentlichen Hauptprogramm Call-Funktion auf. Ja. Dann kannst du eine Main-Funktion aufrufen. Du läufst aber nicht in die Situation, dass du hinterher automatisch wieder beendest. Weil du hast nämlich nicht das Perl-Main im VC, sondern das Doppelpunkt-Main. Ach so, also dass man praktisch mit einer Perl-Main-Funktion arbeitet. Ja, also im Prinzip ist es so, dass das ist im Prinzip schon das, was ich tue. Also die Perl Main Funk, also die Perl Main C habe ich gepatcht, sodass die besteht im Prinzip nur daraus, den Interpreter aufzubauen und dann den Hauptcode auszuführen. Und dann wird dann endet zwar die C-Main-Funktion, aber der Interpreter wird im Prinzip suspendiert, könnte man sagen. Also wird an der Stelle aufgehoben. Das heißt, was dann WebPerl tut, wenn es zum Beispiel Perl Callbacks aufruft, ist die Perl C-API zu verwenden, um die Subroutine aufzurufen. Das ist, glaube ich, das, was du meintest. Nicht? Das ist so eine Art eingebetteter. Ja, aber man muss sich trotzdem selbst eine C-Main-Routine bauen. Genau, also ich habe im Prinzip die Perl-Main als Template benutzt, so kann man das auch sehen. Also ja, es ist ich hätte nicht Perl-Main patchen müssen, ich hätte auch meine eigene C-Main-Routine schreiben können. Ja, das stimmt, ja. Ja, das ist richtig. Also das ist ein sehr guter Gedanke und auch mit Multiplicity und dass ich praktisch meinen eigenen Perl-Interpreter nutzen könnte. Ich meine, es ist natürlich so, der Gedanke bei WebPerl war ja schon, dass man das für GUIs benutzt. Deswegen ist so, wie es im Moment läuft, eigentlich gar nicht schlecht. Das wäre vielleicht dann interessant, wenn man irgendwie Legacy-Code hat, den man... das ist aber... Jawohl, das ist nur eine Einschränkung jetzt. Die Threads ist es so, das wird von M-Skripten experimentell unterstützt und ich könnte auch ein Threaded Perl bauen. Ja? Genau, das könnte ich auch machen, ja. Das ist im Prinzip das, was ich mit iFrames im Moment mache, aber das ziemlich gehackt ist, aber was man auch mit echten Threads machen könnte. Ja, das ist richtig, ja. Ja, das ist richtig. Also, genau, ja. Also, nur, ich komme gleich dazu, ich wollte nur mal sagen, also, ich habe deswegen jetzt noch keinen großen Fokus darauf gelegt, weil, wie gesagt, ich denke mal, ein Interpreter, der mit dem normalen Lifecycle läuft, also wo Endblocks ausgeführt werden und so weiter, ist dann interessant, wenn man existierende Perl-Skripts im Browser ausführen will. Wenn man ein neues Perl-Skript schreibt, basierend auf WebPerl, dann, also so eine GUI schreibt zum Beispiel, dann eignet sich die Architektur so wie jetzt ist eigentlich gar nicht schlecht. Man hat halt einen Perl-Interpreter und der läuft die ganze Zeit mit. Aber wie gesagt, wenn man sowas braucht, dann macht das auf jeden Fall Sinn, zum Beispiel Multiplicity mal auszuprobieren und so weiter. Für solche Anwendungen macht das auf jeden Fall sehr viel Sinn, ja. Okay, schön, jetzt, du hattest eine Frage. Nein, also das Projekt an dem, verwende ich WebPerl schon produktiv? Nein, ich habe die Beispiele, die ich gezeigt habe, die verwende ich, also zum Beispiel, wenn ich Fragen auf Perlmonks beantworte, nicht? Aber die
intern. Das Projekt, für das ich es verwenden wollte, ist leider so ein bisschen im Sand verlaufen. Das heißt, es gibt ein neues Projekt, wo ich das jetzt anwenden will, aber für eine richtig große Anwendung noch nicht. Nein. Yes. Ja. Okay. Yeah, for internal tools it makes sense, I think. I, you know, the download times aren't that bad. Yeah. Noch Fragen? Ja. Yeah. The ActiveX plugin was from ActiveState, and I don't think it exists anymore. I don't know. I haven't seen it in a while. Yeah. 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 Let's say intercept the LDO. Mm-hmm. So the question was about static linking, and Emscripten actually has experimental support for dynamic loading. So it's already in Emscripten, and I actually tried to, also Emscripten hat unterstützt bereits experimentell dynamisches Laden von Modulen, und ich habe das auch ausprobiert, aber es war sehr, es war recht schwierig, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es noch so, dass Emscripten nicht gleichzeitig das dynamische Laden und die dynamische Erweiterung des RAMs, des virtuellen RAMs, ermöglicht hat. Und das ist natürlich ein Problem, dann könnte man nur sagen, du hast jetzt 256 Megabyte RAM oder was auch immer, und das ist, schränkt natürlich ein bisschen sehr ein. Es kann sein, dass das im Moment ein bisschen fortgeschritten ist. Also es ist theoretisch möglich, auch dynamisch Sachen zu laden. Da muss ich nicht unbedingt die Module statisch reinkompilieren, sondern könnte auch dynamisch laden, ja. Dann, man könnte dann sogar eine Repository von vorkompilierten Modulen zur Verfügung stellen. Also, wie gesagt, viele Ideen. Yes. Yep. Weitere Fragen? Entschuldigung, ich habe euch so ein bisschen den Rücken zugewendet, weil ich gleichzeitig die Folien sehen wollte. Habt ihr noch Fragen? Ja. Also die Frage ist, ob, wenn man ein eigenes Modul in WebPerl eingebunden hat, wie leicht es ist, das zu ändern. Also das virtuelle Dateisystem muss man schon neu bauen, aber es ist so, dass das Build-Skript, das ich geschrieben habe, intelligent genug ist, nicht das ganze Perl nochmal neu zu bauen. Also das heißt, in dem Fall, man kann dann in, es gibt in dem Build-Prozess eine Directory, die spiegelt praktisch eins zu eins das, was nachher in das virtuelle Dateisystem gepackt wird. In dieser Directory kann man direkt Dateien editieren, und dann kann man das Build-Skript nochmal ausführen, und dann wird, wie gesagt, nicht das ganze Perl nochmal neu gebaut, sondern praktisch nur nochmal das virtuelle Dateisystem erzeugt. Das dauert ein paar Sekunden, und dann ist das virtuelle Dateisystem neu erzeugt. Also das ist nicht, wie gesagt, dauert ein paar Sekunden, aber es ist, dauert nicht allzu lange. Man muss nicht den ganzen Build-Prozess nochmal neu ausführen. Außer natürlich, es ist ein XS-Modul, das neu kompiliert werden muss, dann muss Perl nochmal neu kompiliert werden, ja. Sonst noch Fragen? Ja.
Richtig, genau, ja. Also die Frage war, ob man Module dynamisch laden kann, also über WebPerl, und das geht auch. Das hat Rolf mal ausprobiert. Also man kann über HTTP-Aufrufe, wenn es Pure Perl-Module sind, kann man die theoretisch auch über HTTP-Aufrufe laden. Das Problem an der Sache ist so ein bisschen, dass die Aufrufe aus JavaScript sind grundsätzlich asynchron. Man kann zwar auch synchron HTTP-Requests absetzen, aber die blockieren natürlich den Browser, und deswegen ist das auch bis wird kann auch sein, dass das irgendwann nicht mehr unterstützt wird von JavaScript, synchrone HTTP-Aufrufe zu machen. Das heißt, man müsste im Prinzip, bevor man den Perl-Interpreter startet, diese Aufrufe machen, die Module sich runterladen, und dann kann man sie auch in das virtuelle Dateisystem einbinden und dann den Perl-Interpreter starten, damit die asynchronen HTTP-Aufrufe sammeln kann und dann den Perl-Interpreter starten, weil sobald er läuft, kann man natürlich keine Module mehr asynchron. Ja, vielleicht, aber ja. Frage. Also die Frage war, das M-Skripten stellt, ja, ist richtig, ich glaube nicht nur dieses IndexDB-Dateisystem, das ich erwähnt habe, sondern auch noch, ich weiß nicht, ob das einen bestimmten Namen hat, aber, tschö? 9P, okay, dann kann das sein, dass ich das noch nicht gesehen habe, aber dass man praktisch, also man kann auch im Allgemeinen theoretisch sich in die M-Skripten-Filesystem-API reinhängen. Aber man muss halt, wie gesagt, immer im Hinterkopf behalten, die meisten Sachen, die in JavaScript laufen, sind asynchron, und das ist natürlich in Perl nicht unbedingt so ausgelegt. Das heißt, ich weiß nicht, wie das bei dem Dateisystem dann gelöst ist, dass man dann über im Hintergrund asynchrone laufende Requests dann Dateien lesen kann, aber es gibt garantiert auch dafür Lösungen. Das, ja. So, ich weiß nicht, wie spät das jetzt. Naja. Es ist Zeit? Ach so, ich habe noch Zeit. Okay, also wenn noch Fragen sind, weitere Fragen, Anmerkungen. Gut. Dann, also ich bin ja noch die ganze Zeit da, also wenn noch irgendwas ist, könnt ihr auch gerne auf mich zukommen. Dann, wie gesagt, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.